ist wirklich toll, hat die Haare voll. Er ist so adrett und so gut im Bett. Er hat Augen wie ein Tiger, ist ein echter Überflieger. Einen Körper wie im Film, sie passt unglaublich gut zu ihm. Er ist ehrlich schlau und so selten blau. Er ist schön und reich, mir fehlt der Vergleich. Er ist zärtlicher Verwöhner und ein echter Alleskönner. Ein Charmeur par excellence, deshalb nutzt sie nun die Chance. Sie macht ihn zum Schoß und raubt ihm die Nerven, macht ihn so lang schlecht, bis er selber glaubt. Nimmt ihn an die Leine, so kurz wie ich meine, sie fühlt sich so gut, weil er das so braucht. Sie ist dominant, hat die Hosen an. Sie ist so kokett und unendlich nett. Sie hat Führungsqualitäten jenseits von Realitäten. Einen leichten Größenwahn. Warum passt der Mann sich an? Sie macht ihn zum Schoßhund und raubt ihm die Nerven. Macht ihn so lang schlecht, bis er selber glaubt. Nimmt ihn an die Leine, zu kurz wie ich meine. Sie fühlt sich so gut, weil er das so braucht. Ist es die moderne Zeit, das Gleichberechtigtsein? Ist es ein Kalkül ohne jegliches Gefühl? Ist es männliche Entmachtung oder einfach nur Verachtung? Ist es bittersüßes Spiel auf dem Weg zu welchem Ziel? Sie macht ihn zum Idioten, obwohl sie ihn liebte, verpflichtete ihn zum Stubenarrest. Sie polte ihn um, dass sie sich nun wundert, dass er seine Sorgen mit Alkohol löst. Und hat sie ihn ganz zu Ende verbogen, langweilte sie so. Und sie schießt ihn zum Mond,